Am Anfang jedes Bildes steht eine Tuschemalerei, schwarze Tusche auf Leinwand. Und dieses schwarz-weiße Bild wird dann anschließend in wochenlanger Arbeit mit farbigem Garn überstickt. Das Garn färbe ich größtenteils selber, um so feine Nuancen und Abstufungen hinzukriegen. Im Endeffekt steche ich mit der Nadel ins Bild und füge eine zweite Ebene hinzu. Für mich ist das Meer Symbol meiner Sehnsucht nach Freiheit, nach Ruhe und nach Stille. In diesem Fall ist es so, dass die Szenerie nicht unmittelbar erlebt wird, sondern durch eine Art Fensterbogen. Der Betrachter ist in einem dunkleren Raum, ist nicht Teil des Geschehens und sieht das Meer durch diesen Fensterbogen wie eine Art Verheißung.